Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Euro Truck Simulator 2. Heute geht es weiter hier und zwar im Regen, höre ich gerade, was nicht so schön ist. Aber mit einem schweren technischen Teil. Und wir sind zum Glück schon oben, weil sonst müssten wir hochfahren. Extreme Überbreite erwartet uns an beiden Seiten. So, die Holzkiste wird nochmal sauber gemacht. Warum auch immer. So, das kennen wir ja bereits. Und dann würde ich sagen, los geht's, oder? Starten wir die Karre. Soweit ist alles gut. Gut, der Öldruck ist noch ein bisschen niedrig. Die Öltemperatur. Wir geben mal ein bisschen Stoßgas und lassen schon mal den Scheibenwischer seine Arbeit erledigen. So. Hier können wir nochmal im Detail sehen, wie die Liftachse läuft. Zack, und hoch damit. Ich muss wirklich sagen, sieht gut gemacht aus. Und wieder runter. Wunderbar. Der Anhänger hat keine, sonst könnten wir die auch hoch und runter bewegen. So, 40 Grad Öltemperatur, 24 Grad Wassertemperatur, das ergibt sich so mit und mit. Und dann würde ich sagen, geben wir mal langsam Gas hier. Das Getriebe ist auf Schwerlast ausgelegt, von daher durften wir hier eigentlich keine Komplikationen bekommen. Hoffe ich zumindest. Ich bin mir natürlich nicht sicher jetzt, ob wir das Ganze hier in einer Folge schaffen oder wir das in zwei Folgen packen. Aber ich freue mich auf diesen wunderschönen Schwertransport mit euch zusammen. Rundumleuchte haben wir vergessen. Licht haben wir vergessen. Jetzt ist alles an. Wunderbar. Das ist so typisches EU-Wetter, glaube ich. Gewitter, Regen. Es fehlt eigentlich noch Schnee und dann wäre alles in Ordnung. Der Scania packt das hier sehr gut. Die Temperatur vom Öl und vom Wasser steigt. Gleich ist er schön warm und danach haben wir auch keinerlei Probleme mehr. Der Spritverbrauch wird steigen ins Unermessliche. Druck ist aber alles in Ordnung. Wunderbar. Hier würde ich jetzt gerne mal schauen, dass wir, ob wir in manchen Passagen über 90 Grad Öltemperatur kommen. Ich gehe davon aus, meine, da oben ist die Wassertemperatur. Vielleicht erreichen wir auch eine höhere Wassertemperatur. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir schauen mal, wie das Ganze so ablaufen wird. Okay, wir werden dauerhaft Überbreite haben. Das ist natürlich krass. So, dann vorsichtig. Es wäre nett, wenn der LKW anhalten würde. Macht aber nicht. Somit muss ich bremsen. Wir haben zwei Scheiße. Wir haben zwei Begleitfahrzeuge vor uns. Auch noch nie gehabt. Scheiße, da kommt Gegenverkehr. Wir müssen überholen. Das zweite Fahrzeug hier gehört eigentlich hinter uns und nicht vor uns. Weil hinter uns ist keins. Wir haben kein Begleitfahrzeug hinten. Es fehlt einfach. Und deswegen sortiere ich mich jetzt selber ein.
So, wunderbar. So rum ist es jetzt richtig. Begleitfahrzeug hinten, Begleitfahrzeug vorne. Genau, wunderbar. Was das für ein Bug ist, weiß ich jetzt noch nicht. Wir lassen den Scheibenwischer mal ein bisschen schneller seine Arbeit erledigen. Ja, 2% Aufliegerschaden durch Missachtung einer kleinen Schranke, die ich vielleicht, wenn ich ehrlich bin, nicht gesehen habe. Ja, das kann halt vorkommen, ne? Ist natürlich schön mit so einem Begleitfahrzeug. Vor allen Dingen das Ding mit den roten Ampeln ist immer wieder geil. Aber wir fahren ja nicht durch eine Stadt, wir fahren hier durch Landstraßen, die extremst nervig sind. Fahrzeuge machen uns aber zum Glück genug Platz durch das Begleitfahrzeug. Jetzt müssen wir ein bisschen innen fahren, sonst nageln wir hier die ganzen Randdinger ab. Muss ja nicht sein. Aber das Getriebe ist sehr gut, der 580 PS Motor regelt auch alles. Bin sehr zufrieden mit unserem Kauf in der letzten Folge. Mit unserem dezenten Tuning, was wir da veranstaltet haben. Der Regen erschwert das Ganze zwar nicht, weil es gibt keine negativen Effekte hier in dem Game, wenn es regnet oder so. Von daher ist es nicht so tragisch. Aber was es natürlich gibt, ist... enge Passagen. So wie hier. Immer wieder mal Gegenverkehr, auf den geachtet werden muss. Rechts die Poller, die gerne noch Poller bleiben wollen, die man nicht absäbeln darf. Es gibt halt Dinge, die beachtet werden müssen. Ne? Da vorne gibt es einen Unfall, glaube ich. Ist noch krasser. Oder was ist das? Nö, steht das Fernsehen. Wisst ihr, das Fernsehen stellt sich hier an den Rand. Ganz gemütlich. Und chillt. Super. Da sagt das Begleitfahrzeug, Achtung. Und der LKW macht Platz. Also das funktioniert alles. Wir dürfen echt nicht hoffen, dass hier Passagen kommen, die sehr eng sind, weil das wird sehr, sehr schwer werden. Aber wir kriegen das hin. Ist ja nun mal ein Schwertransport, ne? Sonst steht ja Leichttransport dran. Wenn es nicht schwer wäre. Es waren jetzt leider 2% Unachtsamkeit von mir, die diesen Schaden verursacht haben. Gut, damit muss ich jetzt gerade leben. Da werde ich auch drüber hinwegkommen, hoffe ich zumindest. Wenn nicht, tut es mir leid. So, Tempomat eingestellt auf 60 km/h. Und jetzt geht die Fahrt weiter hier. Puh, ich würde mir, glaube ich, persönlich nicht zutrauen, einen Schwertransport zu fahren, wenn ich ehrlich bin. Ich finde das schon eine Herausforderung und auch herausragend, was die Leute da leisten. Selbst die Polizei muss Platz machen, damit wir hier gut durchkommen. Aber bis jetzt bin ich der festen Überzeugung, dass wir das hier locker flockig durchstehen. Ohne weitere Schäden, hoffe ich. Aber ich glaube, das ist eine Landstraßentour. Mal was trinken zwischendurch. Hier regelt ja die französische Polizei immer. An den Ausfahrten und alles. Dass hier keiner jetzt plötzlich kommt. Von daher hat man eigentlich sehr lange, sehr große Narrenfreiheit hier. Müssen wir wieder aufpassen. Sehr linientreu fahren hier links. Damit wir rechts keine Schilder umnieten. Oder Poller, die jetzt schon wieder kommen. Die Frage ist, es ist natürlich jetzt doof, wenn die KI nicht reagiert auf diesen Schwertransport und ich dafür Schaden bekomme, ne? Wäre schade. Muss ich zugeben. Wäre nicht nur... Fand ich jetzt nicht, dass das ein Unfall war, aber okay.
Ich habe anscheinend mit dem Päckchen jemanden gerammt. Aber war nur Schaden. Alles ist in Ordnung, alles ist gut, alle leben, das ist die Hauptsache. Also ist er auch eigentlich nicht weit genug rübergefahren. Ich muss ja die ganze Zeit hier aufpassen auf die scheiß Schilder. Oder ich hätte warten müssen wahrscheinlich, ne? Ja, klar. Ich kann die Schuld ja nicht in den armen Transportfahrer da schieben. Das wäre zu einfach. Vor allen Dingen, wie viel Polizei unterwegs ist bei einem Schwertransport. Das ist jetzt gerade der dritte Polizeiwagen, der nicht zu diesem Schwertransport gehört. Ja, das muss man sich durch den Kopf gehen lassen. Es sieht ja so aus, dass natürlich die Polizei hier für uns alles abriegelt. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass andere Polizisten ja auch noch rumfahren. Und die knallen dir ein Knöllchen rein, wenn du zu flott bist. Sehr schön. Und schon ist es taghell. Und es regnet nicht mehr. So, ich lasse den Scheibenwischer noch einmal drüber wischen. Ich glaube aber, das dürfte es jetzt gewesen sein. Das sieht so krass aus, oder? Es ist wieder ein bisschen tricky hier mit dem Fahrzeug. Mit dem Fahrzeug vorbei, dann schlage ich wieder etwas stärker ein, dass wir nah genug am Rand sind. Ja, es funktioniert. Also ich bin guter Dinger bis jetzt. Ich habe ja des Öfteren Schwertransporte hier in Aachen gesehen und die haben schon ordentlich mit dem Verkehr hier zu kämpfen. Da ist noch ein Regentropfen, der mir ein bisschen auf den Sack geht. So, hier geht's nach Straßburg. Wir fahren weiter geradeaus. Ich hoffe, dass das Begleitfahrzeug langsam auf 50 km/h beschleunigt, weil ich würde ungern wieder langsamer werden. Wunderbar, das andere Begleitfahrzeug begleitet uns weiterhin, ganz gemütlich, so wie es sich gehört. Und jetzt wieder auf 60 km/h hoch, immer wieder dasselbe hier, grausam. Ich habe jetzt übrigens gestern einen Key bekommen von irgendeinem japanischen Jalopi. Der spielt in Japan und sieht ganz interessant aus. Werde ich auf jeden Fall aufnehmen für euch. Und ab dem 25. kann ich es für euch hochladen. Wird bestimmt ganz lustig. Davon machen wir dann auch so an die 20 bis 30 Folgen, dass ihr euren Eindruck davon so gesehen euch einen Eindruck davon bilden könnt. Und wie gesagt, wieder mal meine Frage an euch. Was heißt meine Frage, meine Bitte? Schaut doch in das gute Spiel rein, The Foundation. Bitte. Guckt es euch mal an. Es wäre schön, wenn so ein paar Zuschauer von euch mal einen Blick riskieren würden und vielleicht sogar Spaß an dem Let's Play finden. Das wäre echt toll. Es macht wirklich Spaß. Leidenschaftliche Bauweise von mir da drin. Ich habe Angst, dass ich das Schild mitnehme. Ich dachte gerade, das war's jetzt. Wir bleiben an dem Schild hängen. 100% Schaden. Transporter wird abgesagt. Wir brauchen ein neues technisches Teil. Und das Unternehmen sagt uns dann wahrscheinlich so, naja, sie kriegen kein neues technisches Teil. Sie haben das erste technische Teil ja kaputt gemacht. So, da steht irgendein Hiopai mitten auf der Straße und meint hier, was zu machen. Der will uns bestimmt das technische Teil klauen. Deshalb müssen wir jetzt aufpassen. Kennzeichen merken. Okay. So. Falls wir jetzt überfallen werden, wir wissen, wer es war. Was mir nicht so gut gefällt, ist der pixelige Schatten
des Strommastes bzw. des Kabels davon. Das gefällt mir nicht so gut. Also wenn man sich genau drauf konzentriert, sieht man das auch, dass der sehr pixelig ist. Trotz Anti-Aliasing, trotz 400%iger Skalierung sieht es pixelig aus und das geht nicht. Verboten. Auch die Fahrt ist eigentlich ganz angenehm. Also ich hatte tatsächlich mit mehr Problemen gerechnet. Es sind nur noch 166 Kilometer, dann sind wir angekommen. Von daher hätte ich da wirklich mit mehr Problemen gerechnet. So, die Folge mache ich jetzt heute so 20 Minuten, denke ich mal. Und dann gucke ich mal, wie weit wir sind. Ich muss ja auch überlegen, durch diesen Fehler von Adobe kann ich momentan nur per Software rendern. Und ihr könnt euch vorstellen, wie lange das dauert. Das ist krampfartig schon unterwegs, so gesehen. So, vorbeilassen, Schild. Sehr gut, funktioniert. Was ich auch merke, ist tatsächlich durch die Regelmäßigkeit der Videos finden wieder Abonnenten zu mir und das ist natürlich sehr schön. Des Weiteren habe ich auch die Info über mich bearbeitet, dann habe ich Tags bearbeitet, ich habe die Beschreibung geändert. Leute, ihr findet dort meinen aktuellen Rechner, neue MMOGA-Links, ihr findet so einiges. Und falls ihr Bock habt, natürlich holt euch ETS 2. Holt euch den Multiplayer, spielt erstmal den Singleplayer, 3 Stunden, glaube ich, müsst ihr gespielt haben, um im Multiplayer starten zu können. Und dann legt los mit mir im nächsten Livestream, da würde ich mich tierisch drüber freuen. Der letzte Livestream war richtig cool, ich und René haben das Ganze gerockt. Ich weiß nicht mehr, wer dabei war, es war noch einer dabei, tut mir leid, dass ich den Namen vergessen habe. Aber derjenige ist auch mitgefahren, musste dann leider aufhören. Und das war schade, aber hey, beim nächsten Mal macht er bestimmt wieder mit. Und das ist dann cool, wenn Leute mitfahren. Wie gesagt, ich hau hier auch nochmal eine offizielle Meldung raus, dass Livestreams nur noch auf Twitch sind. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, auf dem Livestream-Channel habe ich es ja schon gemacht, damit die Leute es mitbekommen. Ihr habt die Möglichkeit zu subben, ihr könnt followen auf Twitch, ihr bekommt für einen Sub bekommt ihr ein Ei. Als Symbol, das geht bis zum goldenen Hühnchen hoch, bis zum 12-monatigen Abo so gesehen. Und als Emojis habe ich mir Hühnchen ausgesucht, heulende Hühnchen, lachende Hühnchen, weinende Hühnchen, tanzende Hühnchen und so weiter. Einfach, dass das passt und mein erstes Hühnchen weint, weil das so passend ist manchmal. Wir müssen hier ein Stück rüber, sonst säbeln wir das Schild weg. Oh, tiefe Mauer, relativ hohe Mauer meine ich. So, wie sieht der Stand der Dinge aus? Noch 115 Kilometer Fahrt. Das geht. Das sieht so enorm aus, ne? Bam! Päckchen. Guten Tag, hier ist Hermes. Ich liefere Ihnen ein Päckchen. Das Päckchen ist aber ziemlich groß. Aber macht nichts. Alles gut. Alles im grünen Bereich. Eieiei. Jetzt vorsichtig hier. 50-50 Chance. Oh, weia, das war knapp. Puh. Warum kommt in dem Moment Verkehr? Jetzt bin ich aber wiederum froh, keinen Verkehrsmod drin zu haben. Ich meine, die Kacke wäre echt schwer jetzt mit Verkehrsmod, aber es muss nicht unbedingt schwer sein. Ne? So, 50 km/h runterbremsen. Ganz gemütlich hier langfahren. Langsam wieder auf 60 km/h beschleunigen. Da steht auch wieder ein Dienstfahrzeug. Ich denke mal auch von dem Team hier. Oh wei. Ich muss abbremsen. Jetzt muss ich genau gucken. Entschuldigung, dass ich dafür in die Außenperspektive gehe, aber die Spiegel sind... Ja doch, die sagen viel aus. Gut, wunderbar. Jetzt fahren wir wieder richtig hier rüber. Puh. Ganz schön heftig, Leute.
Ich sag's euch. So, aber wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Wir sehen uns dann morgen und morgen müsste Dienstag sein. Und somit ist das der letzte Tag, den ich im Voraus aufnehme. Mittwoch kommt so gesehen frisches Material für euch. Bis dahin bleibt ihr seid. Dank fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut. Ciao.